Hi Leute, hallo und herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal. Ihr seht schon im Hintergrund, ich befinde mich wieder in einem Hotelzimmer, diesmal in der wunderschönen Stadt Nienburg. Bin hier im Hotel zur Sonne eingecheckt und nehme euch einmal wieder mit durch das Zimmer, eine kleine Roomtour. So sieht das Zimmer aus auf den ersten Blick. Hell und freundlich, ist jetzt natürlich dunkel draußen. Aber es macht einen sehr schönen, gemütlichen Eindruck. Schönes, großes Doppelbett. Gucken wir einmal. Matratze scheint auch nicht so weich zu sein. Zwei Einzelmatratzen ist nicht so mein Favorit, wenn man jetzt zu zweit unterwegs ist. Gut, ich bin heute alleine hier, deswegen stört mich das nicht. Hier haben wir dann soweit jeweils Nachtschränke mit Nachtlampen. Die mache ich einfach mal an. Sieht auch ganz schön aus. Der Blick von dieser Seite aus. Fernseh, Kleiderschrank. Ordentlich sauber. Kleiderbügel gut. Nicht die neuesten, aber der Schrank macht einen sauberen Eindruck. Passt alles. Rauchen nicht gestattet, sehr sympathisch im Hotelzimmer, wunderbar. Eine Information, sehr geehrter Gast, willkommen im Hotel zur Sonne. Sehr interessant, was haben wir hier in der Schublade? Nienburg an der Weser, Gästeinformation. Gut, also Städteführer haben wir hier auch drin. Sehr schön. Was fehlt mir auf den ersten Blick? Irgendwie eine Programmübersicht bzw. eine Übersicht, wo die einzelnen Kanäle im Fernseher eingespeichert sind. Das werde ich nachher mal austesten, wie das zu finden ist. Was haben wir hier? Hier haben wir ein gratis Wasser, ist das richtig? Jawohl, natürliches Mineralwasser. Sehr schön, das ist doch sehr sympathisch. Gut, Blick auf die Straße, ist nicht weiter schlimm. Ist ja nur für eine Nacht. So, kommen wir von dem großen Zimmer, gehen wir einmal ins Bad. Ja, der Lüfter geht gleich an. Innenliegendes Bad. So sieht das Bad aus. Schöne Dusche, sehr bisschen hoher Einstieg, wie ich sehe. Also das sind gut und gerne 28, 30 cm, ist ein bisschen hoch, aber macht jetzt nicht so die Schwierigkeit. Okay, Dusche, das entweder vom vorherigen Gast noch vergessen worden oder vom Hotel, ist jetzt nicht so das Prickelnde. Aber gut, hat man ja in der Regel auch alles mit soweit. Schöner großer Spiegel, auch annehmbar für eine Nacht. In Ordnung, was haben wir hier unten? Gut, nichts weiter. Ein Föhn, interessant, ein kleiner niedlicher Föhn ist drin. Eine Schublade, wenn man ihn braucht. Kosmetikspiegel haben wir auch, obwohl, ja, der ist auch. Ist ganz annehmbar. Großen Spiegel im Flurbereich, den hatte ich nicht vorenthalten. So sieht das Zimmer aus. Also, erster Eindruck, ganz passabel, kann ich empfehlen. Wollen wir mal gucken, wie das Frühstück morgen ist, was wir hier genießen können. Also, Hotel zur Sonne in den schönen Stadt an der Weser, Nienburg. Mein erster Eindruck, alles sauber, alles schick, ordentlich zurecht gemacht. Bisschen verwinkelt der Raum, aber das ist in einem Altbau so, in einem Altstadthaus, ist nicht weiter schlimm. Für eine Nacht oder auch für zwei, absolut empfehlenswert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut unsere anderen Videos, empfehlt uns weiter. Ich sage in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, bye.